Ahoi YouTube, willkommen zu den 10 Spielen, die mir 2017 am besten gefallen haben. Ich bin Batman. Ja, willkommen zurück zu meiner ersten Top-Liste überhaupt. Ich habe beschlossen, eine Top 5 zu machen. Daraus ist jetzt eine Top 10 geworden, weil ich so ein paar Spiele einfach unbedingt erwähnen wollte, weil ich die geil fand, aber ja, die nicht mit in die Liste gepasst hätten, wenn es eine Top 5 gewesen wäre. Und deswegen ist es jetzt eine Top 10 geworden. Aber bevor ich anfange, natürlich einmal kurz gesagt, das ist meine Meinung, das sind die Spiele, die mir persönlich auf irgendeine Weise gut gefallen haben oder auch immer noch sehr gut gefallen und das müssen natürlich nicht eure Spiele sein und wenn ich eins von euren vergessen habe oder gerade das Spiel, was ihr am geilsten fandet dieses Jahr, dann schreibt das gerne in die Kommentare, ich freue mich über jeden Kommentar und vielleicht habe ich auch eins vergessen, was ich denn dieses Jahr nochmal nachholen muss. So, und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein. Mein Platz 10 für 2017 ist Nier Automata. Ja, warum ist es auf Platz 10? Eigentlich hätte ich es viel weiter oben einsortiert gerne, aber ich habe nicht viel gespielt und deswegen ist es nicht gerechtfertigt, das weiter hoch zu pushen. Und es ist nur auf Platz 10 gelandet, weil als ich reingezockt habe, ich fand es sofort geil. Man hat sofort verschiedene Spielstile eigentlich abgedeckt am Anfang. Ich weiß nicht, ob es sich nachher noch weiterentwickelt und man das noch öfter hat, aber man hat einen Side-Scroll-Shooter draus gemacht und auch in die Tiefe hat man geschossen und nachher konnte man halt ganz normal rumlaufen und kämpfen und allein das war schon ziemlich geil, aber dann die Charaktere, die man getroffen hat, waren natürlich jetzt bloß 2-3, aber ja, irgendwie diese Dynamik war eigentlich ganz geil, also man so roboterartig und so ein bisschen zurückgezogen und man wollte halt sofort wissen, was sind das jetzt? Sind das Klone? Sind das Roboter? Und warum sind die so merkwürdig und haben die eine Seele oder sowas? Und warum mache ich überhaupt, was ich da mache? Warum wuseln wir da in diesem Satellitendings im Weltall rum und wohnen nicht auf der Erde? Und dann kommt man auf die Erde und da sind überall diese gummeligen Robo-Dinger, diese umförmigen Roboteile und die man wegschnetzelt, die auch ziemlich witzig aussehen, also die mir echt extrem gut gefallen. Also die Ästhetik des Spiels gefällt mir sehr gut. Und ja, ich würde es tatsächlich lieber weiter oben einsortieren, aber ich habe noch nicht genug gespielt. Ich kann nichts zur Story sagen, außer dass wir irgendwo im Weltall wohnen, weil auf der Erde Scheiße passiert ist. Und ja, deswegen leider nur auf Platz 10, aber Nier Automata musste dabei sein. Ich wollte es nicht weglassen, weil es einfach ein großartiges Spiel zu sein scheint. Und mir sehr gut gefällt, also mich auch tierisch catcht und deswegen auf Platz 10 Nier Automata. Auf Platz Nummer 9 ist für mich Destiny 2. Jeder, der mich jetzt kennt, wird sagen so, wieso denn nur auf Platz 9? Das ist doch Destiny. Ja, aber es ist nicht das, was ich erwartet hatte. Also ich war riesig gehypt auf das Spiel. Ich hatte richtig, richtig Bock auf Destiny 2. Nur leider hat es dann irgendwie nicht so richtig abgeliefert. Also ich hatte viel mehr erwartet, vor allem im Endgame. Die Story haben sie verbessert, also die Art, wie die Story erzählt wird. Super geil, hat mir viel Spaß gemacht und der Multiplayer macht auch super Spaß, hat mir auch Spaß gemacht, aber leider nicht, danach ist nichts mehr, also Destiny 2 spiele ich nicht für den Multiplayer und ich spiele es eher fürs Endgame und für die Raids und ja, der Raid ist nicht das geworden, was ich mir erhofft habe, er hat bombastisch angefangen, aber dann war es mir zu sehr auf Taktik aus, also man musste bestimmte Sachen genau so erledigen, wie es vorgesehen war und man hat da nicht viel Spielraum und ich hatte das Gefühl, dass die älteren Teile da mehr oder das heißt die älteren Teile, aber die älteren Raids da ja mehr Freiraum lassen, dass man da so ein bisschen mehr selbst entscheiden kann, wie man da was macht und das hat dieser Raid leider nicht und ja, irgendwie hatte ich nicht so das Gefühl, dieses tolle Gefühl beim Durchspielen des Raids. Also natürlich, der erste Durchgang super geil, hat richtig Spaß gemacht, aber dann schon ab dem zweiten war es irgendwie verflogen und das fand ich ein bisschen traurig.
Und dadurch habe ich auch so ein bisschen das Spiel nachher weggelegt und bin bisher nicht wieder hingefunden. Vielleicht mit zukünftigen Updates, so wie es mal Destiny 1 auch der Fall war. Mal sehen, aber zum jetzigen Zeitpunkt leider nur auf Platz 9. Und dann... Auf Platz 8 habe ich Xenoblade Chronicles 2 gesetzt. Das Spiel habe ich mir kurz vor Weihnachten gekauft, um was über die Feiertage zum Zocken für unterwegs zu haben. Und das war kein schlechter Kauf, muss ich sagen. Es wurde mir von einem Freund empfohlen und ich hatte mir auch schon ein paar Sachen angeguckt und deswegen habe ich es mir einfach mal gegönnt und es ist echt so vom Look her, so ein Anime-Look, gefällt mir ja immer ganz gut. Und die Charaktere... dementsprechend auch ein paar lustige, paar extrem merkwürdige Charaktere dabei und ja, diese Mischung des Kampfsystems aus Echtzeit und so ein bisschen diese rundenbasierten Elemente, mit denen man muss halt während der Kämpfe so ein bisschen warten, bis man eine bestimmte Attacke ausführen kann und man kann so eine Art Limit, wenn man Final 7 Fan ist, weiß man, was ich meine, kann man so eine Limits aufbauen und die gibt es in 4 Stufen. Je länger man quasi wartet oder auf den Gegner einschlägt, desto stärker kann man diesen Move machen oder eine dieser 4 Moves machen. Und die Entwicklung der Charaktere ist auch ziemlich geil. Und ja, das ist so ein schönes Spiel auf Switch. Wenn man abends so im Bett liegt, dann spiele ich gerne so 1-2 Stündchen weiter. Und verliere mich so ein bisschen in dieser lustigen Welt und die ist auch sehr voll. Also das muss man sagen, wenn man über die Karte läuft, da sind viele, viele Gegner und es sind ab und zu auch ein bisschen starke Gegner, die einen direkt umboxen, was ein bisschen nervig ist. Natürlich hat das Ding auch einen großen Kritikpunkt und das ist die Minimap. Die ist total unbrauchbar. Also man hat oben so einen Kompass, der soll einem sagen, wo man lang muss, aber man läuft immer falsch. Also es ist egal, wo man lang läuft. Man verirrt sich ständig. Also das ist echt tierisch nervig in dem Spiel. Aber ansonsten kann man eigentlich nichts dagegen sagen. Es ist ein geiles JRPG und wer darauf steht, der muss es unbedingt ausprobiert haben. Ha! Ärgerlich, dann geh ich dahin. Wenn ich gleich im ersten Match schon wieder direkt drauf gehen. Da links gehen auch schon welche runter. Auf Platz 7 habe ich PlayerUnknown's Battlegrounds gesetzt. Das Spiel habe ich schon ein bisschen länger verfolgt auf PC. Ich fand es halt ganz interessant. Eins der wenigen PC-Spiele, die mich so ein bisschen gekitzelt haben, die mich irgendwie dazu geführt haben, sie weiter zu verfolgen. Und ich hätte es mir fast auch für den PC gekauft, aber es kam jetzt für die Xbox One raus. Und da habe ich natürlich sofort zugegriffen, habe mir das Spiel geholt, habe ein paar Matches gemacht und muss sagen, das ist ziemlich geil. Dieses Last Man Standing Modus-Dings ist echt ziemlich cool. Und ja, da gibt's ja noch diesen Konkurrent Fortnite, der auch ganz, ganz nett ist, aber da gibt's immer dieses, der Look ist irgendwie, ja, so Comic-artig, so Team Fortress-Style. Auch nicht schlecht, aber mir gefällt dieses Gebaue da nicht. Und das hast du bei PlayerUnknown's Battleground oder PUBG, wie es die Insider sagen, hat man das nicht. Und ja, das gefällt mir deutlich besser. Also es ist mehr so ein bisschen ernster, man hat noch mehr dieses Gefühl, dieses drückende Gefühl, dass jeden Moment einer um die Ecke kommt und einen um die Ecke bringt dann auch. Und das macht Spaß. Also man kann schnell Runden machen und wenn man dann ziemlich weit kommt, steigt auch immer mehr der Stresslevel. In den einen Match hatte ich es ja so, dass ich echt schon einen richtig coolen Mantel hatte und ich dachte, ja geil, ich bin unbesiegbar mit meinen Schrotflinten und da hat sich so ein Typ am Rasen da hingelegt und hat mich weggerotzt. Also es gibt geile Momente in dem Spiel und das ist echt ein super, super geiles, kurzweiliges Game. Macht Spaß. Was? Nein, scheiße. Jetzt hat er das gemacht, was ich vorhin gemacht habe. Mich auf den Fußboden gelegt. Machen Sie auf! Hey! Hey, Sie müssen mir helfen. Ganz ruhig, zurück. Also,
Sir, wohnen Sie hier? Ich meine, kommen wir zu Platz 6. Platz 6 ist Resident Evil 7. Und ja, was soll man anderes sagen, außer Resident Evil ist zurück. Man kann sich wieder gruseln und das Ding habe ich, das feiere ich immer noch hart ab. Aber ich habe Angst, weiterzuspielen. Schreibt gerne in die Kommentare, dass ich weiterspielen muss oder so. Wenn da mindestens 4 Leute sagen, dass ich weiterspielen muss, dann werde ich in der nächsten Woche ein neues Video machen. Sonst dauert es vielleicht noch ein bisschen, weil, ja, ich habe echt... Also sofort Panik, wenn man mit der VR-Brille vor allem, wenn man sich dieses Ding aufsetzt, man scheißt sich sofort ein. Also das ist die Grausamkeit in Person in VR. Aber es ist geil, es macht richtig Laune, es sieht richtig gut aus und sie haben halt wieder dieses Gruselgefühl. Und wenn man kann halt auch dieses Haus, man muss sich halt die Räume erkunden. Und es ist für mich, glaube ich, das gruseligste Resident Evil, was es bisher gab. Und ja, einfach geil, macht Spaß. Natürlich in VR, also ich habe bis jetzt nur in VR gespielt und will es auch eigentlich nicht anders spielen, bevor ich es nicht wenigstens einmal durchgespielt habe, was vielleicht noch ein bisschen dauern kann. Aber mein Platz 6 2017 ist ganz klar Resident Evil 7. Ah! Was? Scheiße! Beenden wir das! Du und ich! Aussteigen! Oh ja! Yeah. Okay, ich sitze da. Kommen wir zu Platz 5. Platz 5 ist Little Nightmares. Auch ein Spiel, was mir empfohlen wurde. Ja, das ist so ein kleines Spiel, ist so in 3-4 Stunden ist man da eigentlich schon durch. So ein Indie-Style-Ding. Das sieht so ein bisschen aus wie, ja, wie heißen denn diese Wallace und Gromit-Dinger? So ein bisschen Knetmännchen-Style hat die Grafik. Und was es genau ist, weiß ich eigentlich gar nicht. Also es ist so ein Puzzle-Jump-Run-Spiel, würde ich fast sagen. Und ja, man weiß auch, also selbst wenn man am Ende angekommen ist, weiß man nicht so richtig, was man da gespielt hat. Dieses kleine Männchen, man sympathisiert sofort mit diesem Männchen, weil die Welt so drückend, so bedrückend, traurig ist und man läuft da in seinem gelben Regenmantel rum und versucht irgendwie zu flüchten und oder wegzukommen von diesen urmerkwürdigen Wesen und das Spiel ist einfach geil und macht Spaß. Ja, kann man nur empfehlen. Und deswegen zu Recht für mich auf Platz 5, weil es auch, ja, man denkt immer noch nach, was habe ich da eigentlich gespielt am Ende? Und man glaube ich, muss das noch ein-, zweimal vielleicht durchspielen, um vielleicht noch so andere Ansätze zu kriegen. Was könnte da passiert sein? Weil es auch so verstörende Elemente hat. Und ja, wunderschönes Spiel. Macht Spaß, sollte jeder gespielt haben. Wo jetzt hin? Da hinten. Oh Mann. Ich hoffe, ich werde nicht Gehai fressen. Da kommt es. Es kommt. Ah, wir werden es nicht schaffen. Doch. Platz 4 ist für mich Cuphead. Ein Spiel, auf das ich schon länger warte. Und was einfach optisch auch schon wieder großartig ist, weil es auch so hervorsticht aus dem Wust an Games, ist es einfach speziell, weil so sieht kein anderes Spiel aus. Das hat so einen Stil von Popeye früher, von Popeye-Comics oder weitere Comics, die halt aus dieser Zeit entstanden sind oder in dieser Zeit entstanden sind. Und es ist also optisch allein schon der Knaller. Und ja, spielerisch ist es bockschwer. Es macht sehr viel Spaß, im Multiplayer vor allem. Ich spiele es ja mit meiner Freundin. Und ja, die ist immer so ein bisschen gequält und ich habe jedes Mal wieder richtig Bock, eine neue Folge zu machen. Muss sie immer so ein bisschen hinboxen, dass sie dann auch mitmacht. Aber ein wunderschönes Spiel, macht richtig Spaß. Eigentlich, man bewegt sich da von Boss zu Boss und die sind echt so schwer. Man muss die Paddings lernen und ja, macht einfach tierisch Laune. Will so zwischendurch mal ein, zwei Bosse legen und dann kann man es auch wieder weglegen. Oder man ist hardcore-mäßig unterwegs und spielt es komplett alleine, weil dann ist man noch ein bisschen gehandicapt dadurch, dass man
Ja, wie soll ich sagen? Man kann sich nicht wiederbeleben. Wenn man zu zweit ist, kann der Kollege einen noch wiederbeleben. Und wenn man alleine ist, dann wäre man natürlich komplett auf sich gestellt. Ich weiß nicht, ob man da noch irgendwie ein, zwei Leben hat oder so. Ich habe es ja bisher nur im Koop gespielt. Aber wenn es nicht so ist, dann ist man echt angeschissen im Solo-Modus. Aber super geiles Spiel. Wer es noch nicht gespielt hat, sollte sich das Spiel holen. Vorausgesetzt, man hat eine Xbox oder einen PC. Ich glaube, auf PC gibt es ja dann auch wieder diese Cross-Game-Geschichte. Aber Cuphead ist mein Platz 4. Vielleicht nach unten und macht auch unten. Nee, da wo er so. Mein Platz 3 für 2017 ist Super Mario Odyssey. Ein Spiel, wie soll ich es beschreiben, auf das man. Dass das innere Kind in mir geweckt hat wieder. Das war wieder dieses Mario-Gefühl, was ich von Generation zu Generation immer nur bei einem Spiel hatte. Und das ist beim, ob das Super Mario Bros. Auf dem NES, dann auf dem Super Nintendo war es Mario World, auf dem N64 war es Mario 64 und auf dem GameCube war es dann Super Mario Sunshine. Aber dieses Gefühl, ich kann es einfach nicht beschreiben. Es ist einfach, für mich ist es das Mario-Gefühl. Wenn man das Spiel reinschmeißt und dann von Welt zu Welt geht, um die Prinzessin zu retten, obwohl das eigentlich das Unwichtigste ist, ist einfach diese coolen Welten entdecken und einfach, ja. Boah, alle meine Powermunde reingestopft. Die Art zu spielen, dieses Jump'n'Run hat einfach irgendwas, was andere nicht haben. Und das haben sie wieder geschafft und es ist einfach großartig. Es macht Spaß zu spielen, ich hab's ja durchgespielt. Also zumindest die Hauptstory habe ich durchgespielt und ja, werd's auf jeden Fall noch weiterspielen. Uiuiui. Um zu gucken, was da am Endgame noch passiert, weil scheinbar kann man ja noch Sachen holen und. Ja, also so ein bisschen nagt es natürlich auch an einem, dass man noch nicht alle Sterne hat und oder Monde sind es ja jetzt, nicht Sterne. Und die müssen natürlich geholt werden. Und deswegen mein Platz 3, Super Mario Odyssey. Super geiles Spiel. Wer eine Switch hat, muss dieses Spiel haben. Oder hat es wahrscheinlich auch. Also wer eine Switch hat, der hat Super Mario Odyssey. Fertig, aus. Mhm. Tag. Mein Platz 2 2017 ist Nioh. Nioh ist ein super geiles Ninja-Samurai-Action-RPG. Und ja, was soll ich sagen? Das Setting macht mich tierisch an. Dieses düstere Japano-Setting mit diesen Dämonen und alles. Einfach super geil. Habe ich immer tierisch Bock drauf. Schon seit Onimusha eigentlich, also seit der PlayStation 2 auf so ein Spiel gewartet wieder, was mich so in diese Welt holt und auch so abholt eigentlich. Also es wird ja oft mit Dark Souls verglichen, obwohl ich da sagen muss, es geht zwar in eine ähnliche Richtung, aber das Kampfsystem ist deutlich komplexer. Also mit den verschiedenen Haltungen und dann die ganzen Moves, die man lernen kann, und das hat man bei Dark Souls alles nicht. Und da kann man vielleicht ein bisschen mehr zaubern oder so, aber weil ich bin jetzt noch nicht im Zaubern drin, deswegen möchte ich da noch nichts zu sagen. Da kann man ja auch, man kann ja auch Zauber lernen ohne Ende. Und ja, die Bosse sind einfach tierisch interessant und macht einfach Spaß. Also auch im Koop macht es großartig, einen großartigen Eindruck. Und Nioh ist einfach, ja, zu Recht Platz 2, hoffe ich zumindest. Also, dass man mir das nachempfinden kann, warum ich das auf Platz 2 packe. Weil es auch, ja, gerade die Loot-Mechanik ist auch großartig. Ich bin so zugemüllt mit Loot mittlerweile, dass ich nächstes Mal, bevor ich das nächste Video mache, eigentlich erstmal aufräumen muss, weil ich komplett voll bin. Also das ist so ein bisschen das Borderlands-Gefühl, was man da hat. Man hackt irgendwas weg und bekommt auch irgendwas. Also man wird jedes Mal belohnt und man kriegt jedes Mal geilen Scheiß. Und ja, das vermisse ich so bei anderen Spielen und Nioh macht das einfach perfekt. Es hat natürlich hier und da ein paar Kanten, dadurch, dass es ja, so ein bisschen hakelig ist hier und da, aber komm, drauf geschissen. Es macht tierisch Spaß, es ist großartig. Man kann rumschnetzeln, looten und leveln. Das ist das Wichtigste und das erfüllt Nioh perfekt. Also Nioh ist mein Platz 2. Mein Platz 1 2017 ist Horizon Zero Dawn. Ganz klar auf Platz 1, auch unangefochten. Nioh braucht noch eine Weile, bis es da oben ankommt. Wahrscheinlich muss ich nochmal 98.000 Stunden spielen, aber
ja, Horizon Zero Dawn ist einfach für mich unschlagbar für 2017, das Spiel 2017. Es sieht einfach mega geil aus. Es hat eine richtig geile Story und, ja, was soll man sagen, Alter, die Welt und die Gegner, wie geil sind die bitte? Die, gut, die menschlichen Gegner sind nicht so kreativ, aber diese Robo-Cyber-Dingsbums-Dinos, einfach großartig. Also, wer das Spiel sieht und nicht unbedingt gleich los will und da mal so einen riesen T-Rex umnageln oder auf so ein Viech da zu reiten, dann weiß ich auch nicht. Also, das Spiel, wenn man das reinmacht, das catcht einen sofort. Du fängst an als kleines Mädchen, du bist ausgestoßen, du kriegst gleich so ein Gefühl, man will dich nicht und du willst wissen, warum ist das so, warum bin ich ausgestoßen, warum ist die Welt, wie sie ist, warum sind hier überall Dinos, die aus Roboterteilen bestehen, wer hat die gebaut, warum sind die da und warum werden die böse, weil man ja auch so nach und nach erfährt, dass die irgendwie jetzt sich verändern in letzter Zeit und warum ist das so und überhaupt. Und die Story macht genau das, also sie erklärt genau das, sie erklärt, warum bin ich das ausgestoßene Mädchen, warum reagieren alle so auf mich, warum ist die Welt so, wie sie ist und großartig, also man muss dieses Spiel gespielt haben. Wer Horizon Zero Dawn 2017 nicht gekauft hat, der muss es 2018 gefälligst kaufen. Und zwar mit Add-on, weil weiß ich nicht. Man muss das Spiel gespielt haben. Es ist großartig. Und wer nicht auf Open World steht, muss das trotzdem gespielt haben. Also es macht einfach unendlich viel Spaß, durch diese Welt zu laufen, weil sie auch so voll und belebt ist. Und der Rasen überall. Und es sieht großartig aus. Und es macht einfach Spaß, rumzulaufen und auch bestimmte Sachen einfach zu craften. Es hat auch ein cooles Craft-System. Man kann seine Klamotten verbessern, also seine Taschen für Munition und für Essen, also für Heil-Items und für, hast du nicht gesehen. Und man kriegt, natürlich gibt's nicht so viel Loot jetzt wie bei Nioh, aber es gibt Loot. Und es gibt auch verschiedene Stufen von den Waffen und man kann die so verändern mit Mods und ist einfach cool. Also man muss das spielen, man hat viele Möglichkeiten in dem Spiel, Spaß zu finden und wenn es nur das Umherreisen und das Sammeln von Blumen ist, was ich auch ganz gerne gemacht habe, aber es ist ein großartiges Spiel und das muss gespielt werden. Wer eine PS4 hat, der muss sich dieses Spiel holen und muss dieses Spiel wenigstens für 4-5 Stunden einmal angezockt haben, um dann vielleicht zu sagen, der Steven hat recht. Das Spiel ist großartig. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Mein Platz 1 ist natürlich dann das letzte Spiel. Ich hoffe, euch hat die Liste gefallen. Wenn ich ein Spiel vergessen habe, dann lasst gerne einen Kommentar da. Gerne auch ein Like, wenn euch meine Liste gefallen hat. Oder ja, wenn ihr der Meinung seid, ich soll sowas öfter machen, dann schreibt es auch in die Kommentare. Wollt ihr mehr Top-Listen? Und wenn ja, worüber? Und ja, ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, reingehauen.